Herzlich willkommen zurück im Train Simulator 2022 diesmal, nicht mehr die Version 2021. Wir haben das letzte Mal schon die Version 2022 gespielt, aber ich habe das gar nicht mitbekommen, weil das war so ein kleines Update, also es hat sich wirklich eigentlich nichts geändert von der Version 2021 auf die Version 2022. Wir sind wieder unterwegs im DLC U-Bahn Frankfurt 2 und ja, ich würde sagen, wir rüsten auch direkt unsere U-Bahn wieder auf. Heißt, wir drehen wieder den Schlüssel auf, ein, Batterie ein, Stromabnehmer hoch und den Hauptschalter ein. Und dann können wir quasi schon unser Ziel eingeben, beziehungsweise unsere Linie. Wir sind heute auf der U2 unterwegs. Das heißt, wir fahren die 92. Und wir fahren vom Südbahnhof. Südbahnhof ist die Nummer 712 nach Gonsenheim. Das ist die 716. Okay. Dann wäre das auch soweit. Wir schalten noch das Licht auf Automatik. Und dann sind wir auch schon startklar. Dann würde ich sagen, los geht's. Gerade mal schauen, wo wir eigentlich halten müssen. Okay, wir müssen doch bei H4 halten. So, jetzt sollte es aber auf jeden Fall passen. Wir lassen alle einsteigen und schließen wieder die Türen und setzen uns in Bewegung. Fahrt sollte heute so ungefähr, ja, 30 Minuten, 33 Minuten ungefähr dauern, bis wir dann endlich in Gonsenheim angekommen sind. Nächste Station, Schweizer Platz, Museumsufer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, wieder mal etwas zu schnell. Nächste Station, Willy-Brandt-Platz. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien U4 und U5 sowie zu den Straßenbahnlinien 11 und 12. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Fast wieder typischerweise die Ansage vergessen.
zu meiner Verteidigung, wir haben gerade Samstagmorgen 6.56 Uhr. Ich glaube, da darf man auch ein bisschen müde sein. Die ein oder andere Sache mal vielleicht vergessen. Nächste Station, Hauptwahlen 2. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahnlinien S1 bis S6, S8 und S9 sowie zu den U-Bahnlinien U6 und U7. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Gerade dürfen wir nur um die 40 km/h fahren, weil wir gerade ein gelbes Signal hatten. Und das heißt, wir müssen mit einem Halt rechnen. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir freie Fahrt haben. So, jetzt dürfen wir wieder 60 fahren. Eschenheimer Tour. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das war's mit der freien Fahrt. Ah, obwohl. Perfekt. Nächste Station, Grüneburgweg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ah, solange das Signal immer auf grün schaltet, sobald wir abfahrbereit sind, ist doch eigentlich perfekt. Hatte ich eine Ansage gemacht? Ah, Grünburgweg. Ja, passt. Nächste Station. Holzhausenstraße, Unicampus, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Miguel-Arriquez-Allee, Polizeipräsidium. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 32 und 64. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Aus technischen Gründen kann an der Station Nullquelle-artiges Alien die letzte Tür dieses Zuges nicht geöffnet werden. Das heißt, dass unser Zug ein bisschen über den Bahnsteig hinaus steht. Ja, die letzte Tür steht im Freien. Interessant. Nächste Station, Dorf Busch, Hessischer Rundfunk. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, und ab jetzt fahren wir schon wieder über der Erde. Nächste Station, Fritz-Tarnow-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, wir kontrollieren mal wieder, ob die Ansagen noch passen. Fritz-Tarnow-Straße. Ja, das passt noch. Nächste Station, Hügelstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 39 und 69. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt ist dann Lindenbaum. Und los mit der Ansage. Nächste Station, Lindenbaum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
wir haben heute den ein oder anderen FPS-Einbruch. Frag mich, warum das heute so oft vorkommt. Der nächste, der wieder halb im Gleis hängt. Okay. Nächste Station, Weißer Stein. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie S6 sowie zu den Buslinien 63, 66 und 69. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt müssen wir ein bisschen bremsen. Und wir haben ein rotes Signal, das ich viel zu spät wahrgenommen habe. Ärgerlich. Naja. Wie gesagt, es ist Samstagmorgen. Extrem früh. Wir fahren jetzt langsam an den Bahnhof ran. Und wieder verbremst. Naja, egal. Nächste Station, Heddernheim. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U2. Zur Weiterfahrt in Richtung Genheim mit der Linie U1. In Richtung Oberursel-Hoher Markt mit der Linie U3 oder in Richtung Riedberg mit der Linie U8, bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 60. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, man achtet leider nicht wirklich so richtig auf die Signale, finde ich, weil die meisten Signale eigentlich sind immer grün. Ja, es ist selten, dass man Szenarien hat, bei denen man wirklich mal stehen bleiben müsste. Und dann denkt man sich immer, ja, okay, das nächste Signal ist eh wieder grün, bis man da ist. Oder man hat eh wieder Fahrt dann. Aber dann kommt so ein Szenario, wo dich dann richtig fertig macht. Weil du dann in diesem Trott drinne bist und denkst, ja, es ist eh wieder alles grün. Und dann stehst du. Beziehungsweise müsstest stehen. Wie eben gerade bei uns der Fall. Aber jetzt achten wir wieder mehr drauf. Und dann sollte das passen. Nächste Station, Sandelmühle. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 29. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Und wieder verbremst. Aber könnte noch passen. Die erste Tür. Die erste Tür. Naja. Es ist, wenn man zu sehr auf das Schild achtet, ob man richtig mit den Ansagen steht. Nächste Station, Riedwiese, Mertonviertel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Dann passiert das mal, dass man sich etwas verbremst. Nächste Station, Karlbach. Umsteigemöglichkeit zur Linie U9 in Richtung Genheim vom gegenüberliegenden Bahnsteig sowie zu den Buslinien 28 und 29. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt geht's etwas mehr ins Ländliche mit der U-Bahn. Nächste Station, Bonnemies Mitte. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 27. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
als wir mal 70 sogar fahren. Das ist halt diese Abwechslung, die ich bei diesem DLC hier mag. Also dass man von der U-Bahn, von dem städtischen, dann so ein bisschen aufs ländliche rausfährt. Und allgemein diese Abwechslung zwischen unterirdisch, überirdisch, auf einzelnen Strecken auch, fährt man quasi als Straßenbahn mit der U-Bahn. Ja, und das gefällt mir einfach extrem, muss ich sagen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, hatten wir die Ansage schon laufen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Müssen wir an der nächsten Haltestelle gleich nochmal nachschauen. So, wir schauen mal. Niedereschbach. Natürlich hatten wir keine Nächste Ansage drauf. Station Niedereschbach. Tarifgrenze. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 27 und 29. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich lern's einfach nicht. Naja, okay. Dann schließen wir die Türen und fahren weiter, als wäre nichts gewesen. Und lassen sicherheitshalber gleich die nächste Ansage laufen. Nächste Station, Obereschbach. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien der Stadtverkehrsbahn Homburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
glaube, das war wieder die erste Tür. Wir gucken besser gar nicht. Weil jeder weiß ja, was man nicht sieht, ist auch nicht da. Also, was ich nicht sehe, ist nicht passiert. Gut. Weiter geht's. Dann sind wir auch schon. Nächste Station, Gonzenheim. Genau. Fahrtende bitte umsteigen. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien des Stadtverkehrsbad Homburg. Da sind wir schon an unserer Endhaltestelle für heute. Eine Fahrt voller Pech und Pannen. Aber wir sind noch lebend ans Ziel gekommen. Also ich denke mal, dass wir noch lebend ans Ziel kommen. Und wir bremsen mal ein bisschen, weil wir jetzt über die Weiche nach links fahren. Und wir haben unser Ziel tatsächlich noch erreicht. Wahnsinn. Und wir stehen. Türen auf. Fahrgäste können ein- und aussteigen. Ich mache nochmal heimlich einen Screenshot. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge auf diesem kleinen Kanal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.